Gretel und Erwin Aisch ist ein Ehepaar, die in Frauenau im Bayerischen Wald leben, die künstlerisch arbeiten, seit Ende der 1950er Jahre, seit 1962 verheiratet sind und ein ganzes Leben geteilt haben in der Arbeit mit Glas, mit Holz, mit verschiedenen Gusstechniken, mit Malerei und mit vielen auch Veranstaltungen mit internationalen Künstlern. Gretel Stadler hat an der Akademie der Bildenden Künste in München Bildhauerei studiert. Erwin Aisch hat auch Bildhauerei studiert. Sie haben sich in München kennengelernt an der Akademie, waren beide Mitglied anfänglich der berühmt-berüchtigten Künstlergruppe Spur. Und Radamar hat sich dann 1959 gegründet, gemeinsam mit dem Bildhauer Max Strack. Gretel und Erwin Aisch wollten ihren künstlerischen Nachlass aus diesen Radamar-Jahren einem Museum vermachen, und da waren mehrere Museen im Gespräch. Sie haben sich dann für unser Haus entschieden, und im Nachgang zu dieser wunderbaren, sehr opulenten Schenkung haben wir dann eine Ausstellung konzipiert. Die Kunst ist das Zentrum des Lebens gewesen für beide, würde ich sagen, weil sie eben mit der Idee der Sommerakademie, mit dem Bildwerk Frauenau oder früher eben mit Lehm und Lehm lassen Kinderworkshops gemacht haben. Das heißt, es war immer auch die ganze Familie sozusagen einbezogen in die verschiedenen Projekte. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig bei der Zusammenarbeit. Also deswegen auch sehr schön, dass Sie den Preis zusammen bekommen jetzt in diesem Fall, weil es gibt, glaube ich, kaum ein Projekt, wo man sagen kann, das wurde nur von einem der beiden verfolgt. Kunst war das Zentrum und war Leben.